Hallo Welt da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meinen Lesemonat März für euch. Der März war quantitativ richtig gut bei mir. Ich habe 12 Bücher gelesen und 12 grafische Werke, also Manga, Comics in der Richtung. Und aber auch qualitativ. Also viele Bücher konnten mich von sich überzeugen. Ich habe dieses Mal mich aber dazu entschlossen, das beides zu trennen. Das heißt, ihr bekommt jetzt hier in diesem Video meinen klassischen Lesemonat mit den ganzen Büchern. Und ich werde zusätzlich nochmal ein extra Video mit den ganzen Manga hochladen. Das macht sich für mich jetzt einfach besser. Da kann ich über die auch ein bisschen länger reden. Und die es interessiert, können dann das extra Video auch einfach noch zusätzlich schauen. Und das Video hier wird dann auch nicht ganz so lang, hoffentlich. Also konzentriere ich mich jetzt hier nur auf die gelesenen Bücher. Das sind, wie gesagt, 12 Stück an der Zahl gewesen. Und das waren so ungefähr 4500 Seiten. Ich habe zusätzlich noch ein Hörbuch gehört. Das hatte so 9,5 Stunden Hördauer. Und ich habe eine durchschnittliche Bewertung von 4,2 Sternen vergeben. Ich habe recht viel in Leserunden und Buddyreads lesen können. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Unter anderem halt zum Beispiel das Monatsbuch mit Jackie von Jackie Slatterlove. Ich verlinke euch wie immer alles zu den erwähnten Kanälen unten in der Infobox. Und ja, dazu ist ja unser Live-Hangout auch schon online. Auch den verlinke ich euch. Und dann im Gothic-Buch-Club auf Instagram konnte ich 2 Kurzgeschichten lesen. Nein, das stimmt nicht. Eine Kurzgeschichte habe ich im März gelesen, die andere dann erst im April. Die seht ihr dann also nächsten Monat. Und ich habe außerdem noch mit Jackie und noch einer anderen lieben Buchhändlerkollegin von mir auch noch ein Buch im Buddyread lesen können. Das hat sehr viel Freude bereitet. Aber ich greife schon ein bisschen vorweg. Und ich würde aber sagen, dadurch, dass es ja doch wieder 12 Bücher geworden sind, fangen wir einfach mal an. Ich habe die Bücher jetzt nicht nach Genre sortiert, sondern einfach chronologisch weg, wie ich sie gelesen habe. Das erste Buch, das ich im März beendete, war König und Meister von Theresa Hanik. Das habe ich als E-Book gelesen, deswegen blende ich euch das hier nur ein. Und das habe ich von der Autorin netterweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und es wird dazu dann dadurch auch nochmal eine Einzelrezension hier auf dem Kanal geben und auf meinem Blog. Geschrieben ist das Ganze schon. Ich muss es nur noch abdrehen. König und Meister war so ein Buch, oder ist immer noch, auch nach der Lektüre, so ein Buch, über das ich überhaupt nicht weiß, wie viel ich euch verraten kann, ohne euch zu spoilern. Denn ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, schon in der Verlagsvorschau von der Edition Roter Drache. Und dort hat mich erstmal das Cover fasziniert, hat mich aber auf eine voll falsche Fährte gelockt. Ich dachte ja, ach naja, das sieht ja spannend aus. Das könnte ja so ein Mystery-Crime im Mittelalter sein. Denn das Cover lässt so ein bisschen darauf schließen. Ich weiß, ne? Don't judge a book by its cover. Aber manchmal passiert es halt auch mir. Aber es war ganz anders, so richtig anders als erwartet. Es ist ein Mystery Thriller, das steht auch vorne drauf und das sollte man auch ernst nehmen, besonders den Thriller-Aspekt. Das ist nichts für schwache Gemüter. Und dann kam noch der Klappentext hinzu, der so grandios gemacht ist, dass er alles und nichts verrät. Also ich wusste quasi nach dem Klappentext lesen genauso viel wie vorher, außer dass ich neugierig war und das Buch unbedingt lesen musste. In König und Meister geht es darum, dass Ada König zusammen mit ihrem Vater Frank König, der auch immer nur der König genannt wird, auf dem Weg nach Hause ist. Und Ada und ihr Vater wollen eigentlich etwas Wichtiges miteinander bereden. Also ihr Vater hat sie eingeladen und sie soll halt irgendetwas Wichtiges von ihm erfahren. Sie weiß aber nicht was. Sie sind mit dem Auto auf dem Weg nach Hause und in dem Moment geschieht ein Unfall. Adas Vater kommt ins Krankenhaus, Ada selbst wird auch leicht verletzt, aber sie erfährt nicht, was ihr Vater ihr sagen wollte. Das weiß sie nicht. Und sie ist ein bisschen dazu gezwungen, in ihr altes, also in das alte Haus ihrer Kindheit wieder einzuziehen. Das Haus, das ihr Vater seit ihrem Auszug alleine bewohnt. Dieses Haus wird dominiert von dem Meister, der im Garten immer seine Walnüsse fallen lässt. Dieses Haus hat für Ada halt auch so komische Erinnerungen teilweise, denn so ganz grün ist sie sich mit ihrer Familie nicht. Spätestens seit dem Tag, an dem ihre Mutter auch auszog, denn die ist irgendwann
hatte sie genug von der Familie, zumindest denkt Ada sich das, und hat dann halt Karriere gemacht. Adas Mutter ist eine sehr, sehr kühle Frau. Und Ada ist aber dazu gezwungen, sich irgendwo Hilfe zu suchen, besonders um alles das, was ihren Vater jetzt betrifft, der ja im Krankenhaus liegt, und holt ihre Mutter wieder in diese ihr verhasste Kleinstadt. Allein das Setting hat mich total überrascht, denn wir sind hier in einer deutschen Kleinstadt. Und das ist irgendwie was, was man tausendfach kennt, aber irgendwie selten drüber liest. Zumindest kommt mir das immer so vor. Ada will herausfinden, was ihr Vater ihr sagen wollte, und taucht dabei halt immer weiter in Familiengeheimnisse ein und halt auch in so ganz viele unausgesprochene Worte, die zwischen allen Familienmitgliedern stehen. Mehr kann ich euch eigentlich nicht verraten, denn sonst sage ich viel zu viel. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich viel zu viel gesagt habe. Egal. Jedenfalls werde ich darüber auch noch sehr, sehr viel ausführlicher in der Einzelrezension sprechen. Ich überlege immer noch, ob ich da einen Spoilerteil einfüge oder nicht. Wir werden es sehen. Theresa Hanni konnte mich halt bei König und Meister mit dieser sehr gut gemachten Genremischung komplett überzeugen. Also das ist viel Mystery, sehr gut punktuell gesetzter Thriller, ziemlich viel Familiendrama, denn wir haben einen sehr begrenzten Cast dort drin, und es ist halt wie so eine Studie einer Familie schon fast, aber es gibt halt auch so leicht fantastische Anleihen, von denen man sich aber nicht sicher ist, ob die wirklich jetzt fantastisch sind oder ob das nur in der eigenen Vorstellungskraft jetzt irgendwie fantastisch ist oder ob es dafür eine komplett reale Erklärung gibt. Gerade dieser Thriller-Aspekt, der ging mir an manchen Stellen auch besonders durch den wirklich guten Schreibstil echt unter die Haut und richtig an die Nieren teilweise. Also für zart beseitete Menschen ist das Buch nicht wirklich was. Das geht sehr in die Richtung psychologischer Horror schon fast. Also ich weiß gar nicht, ob ich da so richtig Thriller dazu, na doch, Thriller passt schon irgendwo, aber halt auch Horror. Ich weiß selber nicht so genau, was, wie man das gut einordnen kann. Ich glaube, Mystery Thriller trifft es gut, aber wird ihm nicht komplett gerecht. Und dennoch ist es aber recht ruhig geschrieben, was aber wieder zur Atmosphäre beiträgt. Und es ist aber dennoch sehr, sehr spannend. Also trotz dieser ruhigen Schreibweise, da wird überhaupt keine Spannung eingebüßt dadurch. Und das Buch hat am Anfang, hatte ich so ein paar Probleme reinzukommen. Gerade auch mit Ada hatte ich so meine Probleme. Aber nach und nach hat es so eine richtige Sogwirkung entwickelt und ich wollte unbedingt wissen, was da jetzt dahinter steckt, was da jetzt überhaupt los ist, was der Vater ihr sagen wollte, was dieses ganze Geheimnis ist. Ich wollte einfach irgendwie alles wissen. Da war mir dann egal, ob ich mit Ada richtig klarkam oder nicht. Ich wollte halt einfach wissen, was da Sache ist. Im Nachhinein könnte man sagen, dass das Buch eventuell Content bzw. Triggerwarnungen bräuchte. Ich bin da immer sehr vorsichtig mit dieser Aussage, denn ich weiß, dass viele sagen, das gehört sich bei bestimmten Themen in Büchern. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, gerade halt bei Thrillern bzw. Horrorromanen und alles, was in diese Richtung geht, bin ich halt irgendwie schon da ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir denke, ja gut, okay, eigentlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, es passt, können da keine guten Sachen passieren. Das hat das Genre einfach meistens so an sich, dass da jetzt nichts Nettes passiert und dass das potenziell triggernde Inhalte sind. Ich werde aber entgegen dem, was ich sonst immer mache, ich werde euch unten in der Infobox meine Rezension auf meinem Blog verlinken. Wenn ihr dorthin geht, dann findet ihr am Ende des Beitrages Triggerwarnung. Ich habe jetzt die Variante gewählt, damit ich hier nicht aus Versehen irgendwie jemanden spoilere. Das heißt, ihr findet dann dort in der Rezension unten alle Triggerwarnungen, die meiner Meinung nach irgendwie enthalten sein könnten. Es kann natürlich sein, dass ich da was vergessen habe. Das sage ich euch gleich. Das, was mir jetzt aufgefallen ist, habe ich dort vermerkt. Aber die haben halt definitiv keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jetzt habe ich ganz viel über das Buch gesagt, ich habe euch aber noch nicht gesagt, ob ich das empfehlen würde. Ja, würde ich. Also es ist ein tolles Buch. Das klingt irgendwie immer komisch, wenn man über Thriller spricht und sagt, es ist ein tolles Buch, das Vergnügen bereitet. Tut's aber. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Ich hatte wirklich tolle Lesestunden damit. Ich bin da nur so durchgeflogen durch die Seiten. Als ich einmal drin war, also wie gesagt, ne, gerade Ada war für mich am Anfang ein bisschen schwierig. Aber hat dem dann keinen Abbruch getan.
König und Meister ist schon irgendwie so ein Abenteuer für mich gewesen. Es ist so ein Leseabenteuer, aber ein sehr gutes. Denn es ist ja doch eher so eine Richtung an Buch, die ich sonst nicht lese. Also eher weniger. Denn ich bin nur mal fast nur im fantastischen Bereich zu Hause. Aber hier war halt die Genremischung auch das, was mich so angesprochen hat. Und halt, dass es auch in der Edition Roter Drache erschienen ist. Und ich weiß, dass die viele Bücher, die dort verlegt werden, mir einfach gut gefallen. Das ist quasi schon fast ein Qualitätsmerkmal für mich. Daher habe ich es lesen wollen und habe es keine Seite bereut. Und wie gesagt, wer dann mehr dazu wissen will, ich werde noch eine Einzelrezension dazu drehen. Und auch das nächste Buch hat mir richtig viel Vergnügen bereitet, konnte mich vollkommen von sich überzeugen und hat mir wahnsinnig Spaß gemacht beim Lesen. Aber das war mir schon fast klar gewesen, denn es handelt sich dabei um Aurora Rising von J. Christoph und Amy Kaufman. Das ist ja das Autorenduo, das auch die Illuminae-Akten geschrieben hat und die liebe ich ja auch sehr. Deswegen, ich musste es halt einfach lesen. Ich habe es auf Englisch gelesen. Das Ganze ist auf Deutsch jetzt auch schon erschienen. Heißt Aurora erwacht, kam im Februar raus. Also für alle, die auf Deutsch lesen wollen, das ist auch schon da. Ich habe aber auf Englisch angefangen, weil da nämlich der zweite auch schon draußen ist. Das heißt, ich kann dann jetzt auch bald weiterlesen. Das werde ich auch machen, aber ich teile mir meine J. Christoph Bücher immer so ein bisschen ein, damit ich was davon habe. In Aurora Rising befinden wir uns im Jahr 2380 und an der Aurora Akademie. Dort steht die Abschlussfeier eines Jahrgangs kurz bevor und unter anderem soll Tyler Jones seinen Abschluss machen. Auf dieser Abschlussfeier dürfen sich die besten Schüler des Jahrganges ihren Squad selber aussuchen, also das Team, mit dem sie dann auf Missionen geschickt werden. Tyler Jones ist der beste Schüler seines Jahrgangs. Das ist halt einfach so ein Goldjunge, ein Sunnyboy, den alle mögen und den irgendwie alle toll finden und der halt richtig gut ist in dem, was er macht. Doch er fühlt sich irgendwie so ruhelos vor dieser Abschlussfeier und entschließt sich dann dazu, mithilfe eines kleinen Shuttles nochmal in den Weltraum rauszufliegen. In diesem Weltraum entdeckt er etwas, was er nie hätte entdecken sollen und was es auch eigentlich gar nicht geben kann, nämlich ein sehr verlassenes Raumschiff mit Tausenden von Toten, bis auf eine. Eine ist in ihrer Kryokapsel immer noch am Leben, nämlich Aurora. Er rettet sie und nimmt sie mit in die Akademie. Dadurch kommt er aber zu spät zur Abschlussfeier und wird dann mit denen zusammengesteckt, die übrig bleiben. Was jetzt für ihn nicht so das Richtige ist, denn seine Teammitglieder sind schon recht speziell, um es mal ganz ehrlich auszudrücken. Zu ihm gehalten hat natürlich seine Zwillingsschwester Scarlett, die als Diplomatin ausgebildet wurde, aber andererseits meistens eigentlich gar nicht so diplomatisch ist. Außerdem seine beste Freundin Cat, die ist auch bei ihm geblieben und sie ist eine der besten Pilotinnen, die die Aurora Akademie je gesehen hat. Sie hätte wahrscheinlich auch in jedes Squad aufgenommen werden können, doch sie wollte unbedingt bei Tyler bleiben. Dass das eventuell noch andere Gründe hat, als sie zugeben will, das verschweigt sie und möchte sie auch nicht wahrhaben. Außerdem gibt es dann noch Finian, der ein Ingenieur ist und eigentlich alles reparieren kann, aber eine Behinderung hat und dadurch auch nicht so ganz für die anderen Squads in Frage kam. Außerdem hat er doch einen sehr speziellen Humor, den er fast immer an den Tag legt. Und dann haben wir dann noch Sila, eine Wissenschaftlerin, die halt auch in medizinischen Dingen ausgebildet ist, die aber leider leicht psychopathische Züge aufweist. Mit Menschen kann sie halt so gar nicht. Aber sie ist wahnsinnig intelligent und halt auch richtig gut in dem, was sie macht. Und dann haben wir dann noch Kerl. Kerl ist ein Außerirdischer, genauso wie Finian. Und er ist das, was man am besten als Krieger nennt. Er hat so ein paar familiäre Probleme und ist eigentlich eher an die Aurora Akademie geflohen als alles andere. Und so richtig mit Menschen kann er auch nicht, denn er versteht sie nicht so ganz. Aber er ist ein sehr, sehr guter Kämpfer, der aber dennoch ein leichtes Aggressionsproblem hat, das so ein bisschen in seiner Herkunft begründet ist. Und mit denen soll Tyler jetzt auf Rettungsmissionen gehen, was sehr spannend werden könnte. Zusätzlich haben wir da aber noch Aurora. Aurora will eigentlich auch irgendwie nur wissen, was überhaupt passiert ist, denn sie hat in diesem Kryoschlaf ein paar hundert Jahre gelegen. Alles ist anders, sie ist anders, die Welt ist anders, dort, wo sie sein sollte,
dort kann sie nicht sein und augenscheinlich existiert das auch alles gar nicht mehr. Sie will herausfinden, was passiert ist und auch was mit ihrer Familie damals passiert ist und warum sie in diesem Schiff lag und warum sie als Einzige überlebt hat. Tai und sein Squad nehmen sich eher unfreiwillig Aurora an und dann geht das große Abenteuer los. Es war großartig. Es ist vielleicht nichts Neues, es ist vielleicht nicht das höchst literarisch anspruchsvollste Buch, das es auf der Welt gibt, aber es ist großartiges Kopfkino. Das ist so richtiges Popcorn-Kino für den Kopf. Deswegen mag ich die Bücher auch immer so. Es unterhält einfach wahnsinnig gut, es macht Spaß, es ist schnell, es ist voller Action, es ist voller Humor, aber dennoch hat es immer mal wieder so richtig schön emotionale Momente, die einem richtig nahe gehen. Ich heule ja auch immer bei Büchern, an denen Jack Kristoff beteiligt ist, so auch hier. Passiert mir immer wieder. Aber ich habe damit auch keine Probleme. Ich leide gern, wenn Jack Kristoff Bücher schreibt. Deswegen lese ich sie wahrscheinlich auch so gerne. Ich muss sagen, wenn die Bücher jetzt, ich rede ja immer meistens, wenn ich die Bücher hochhalte, auch bei den Illuminae-Akten von Jack Kristoff. Ich habe Bücher von Amy Kaufman gelesen, die sie alleine oder mit jemand anderem geschrieben hat. Die haben mir nicht so gut gefallen. Also mir gefallen auch, ich merke auch teilweise an den Charakteren, es ist auch veröffentlicht, wer welche Charaktere geschrieben hat und was sich ungefähr ausgedacht hat. Es sind ein paar Interviews auch drin gewesen. Ich merke das im Buch. Also Jay Kristoff ist quasi der ausgleichende Teil für mich. Ich finde die Geschichten, die sie sich beide zusammen ausdenken, richtig gut. Aber bei den Romanen, die jetzt Amy Kaufman alleine geschrieben hat, fehlte mir immer dieses gewisse Extra. Und das ist halt Jay Kristoff in dem Fall. Daher rede ich dann auch meistens nur von Jay Kristoff hier. Was aber zwar nicht ganz richtig ist, aber es hat seine Gründe für mich. Die Charaktere machen hier wie immer sehr viel für mich aus, wobei ich zugeben muss, dass die Damen hier im Allgemeinen bei mir etwas schlechter abgeschnitten haben. Die haben mir nicht so viel Spaß gemacht, die haben mir nicht so gefallen, die waren mir nicht so sympathisch, bis auf Scarlett. Scarlett fand ich cool. Aber ich hatte so meine Probleme mit Cat, selbst am Ende noch. Mit Aurora weiß ich nicht so richtig. Aurora blieb, obwohl sie die Protagonistin ist, für mich immer so ein bisschen blass. Was ich schade fand. Kerl hat es mir total angetan. Finian fand ich auch toll, obwohl er mir der Humor bei ihm ein bisschen zu viel manchmal war. Tyler war auch super. Und dann gibt es hier noch so ein kleines technisches Gerätchen drin, das Magellan genannt wird. Den fand ich auch klasse. Der hat mir halt gefallen. Der hat mich so ein kleines bisschen an Aiden erinnert aus den Illuminae-Akten, nur mit einem Ausknopf. Was vielleicht ganz gut ist. Aber ja, Magellan fand ich auch klasse. Und ja, das sind halt so künstliche Intelligenzen bzw. technische Gerätschaften, zu denen ich eine emotionale Bindung aufbauen kann. Klingt komisch, ist aber so. Und es ist halt so eine richtig emotionale Achterbahnfahrt für mich gewesen. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe laut gelacht. Ich fand es einfach richtig toll. Es hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Es war irgendwie alles dabei für mich. Und wie gesagt, es ist nichts unbedingt Neues oder total Innovatives von der Story her, auch wenn es ein paar schöne Twists und echt kreative Sachen drin hat. Und es war halt einfach gut gemacht. Es ist auch auf Englisch gut lesbar, wenn das jemand gern wissen möchte. Trotz der ganzen Sci-Fi-Aspekte bin ich da wirklich gut klargekommen und gut durchgekommen. Hat mir einfach Spaß gemacht. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, der so richtig schönes Popcorn-Kopfkino im Science-Fiction-Jugendbuchbereich sucht. Es ist wahrscheinlich auch sogar was für Science-Fiction-Einsteiger. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Der Aspekt ist zwar recht hoch ausgearbeitet, also alleine durch das Setting und dem, was dann halt passiert, aber ich finde, man kann damit gut klarkommen, auch wenn man in dem Bereich sich sonst nicht so wohl fühlt. Gerade dadurch, dass es halt sehr, sehr charakterbasiert ist und man viele die Charaktere halt wirklich gut kennenlernt, denen sich sehr nahe fühlen kann, auch durch die wechselnden Perspektiven, die hier wieder drin sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was für Einsteiger ins Genre ist. Also absolut empfehlenswert ist für mich, wie fast alle Jack Kristoff-Bücher, immer ein Jahreshighlight. Dann machen wir mit dem nächsten Buch weiter. Ich glaube, das Video wird doch genauso lang wie sonst auch immer, auch wenn ich die Manga weglasse. Ich quatsche einfach ein bisschen viel heute. Mal gucken, wie das sich so weiterentwickelt. Kommen wir zum nächsten Buch.
Und zwar ist das eines, von dem ich nicht so die hohen Erwartungen hatte, weil es ein Jugendbuch-Fantasy, mal Fantasy im weitesten Sinne, vielleicht auch ein bisschen dystopisch, ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Satz angefangen habe. Es ist ein Jugendbuch-Fantasy, bisschen dystopischer Roman und deswegen war ich mir nicht ganz so sicher, ob das was für mich ist, aber ich wollte es unbedingt lesen, weil da waren so ein, zwei Sätze im Klappentext, die mich total angesprochen haben. Und zwar ist das von Caroline Brinkmann, die Clans von Tokito, Lotus und Tiger. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Einzelband ist oder ob da noch was kommen wird. Das sage ich euch gleich vorneweg. Es ist aber gut so zu lesen, also man kann mit dem Ende sehr gut leben. Ich würde mich freuen, wenn noch was kommen würde und ich glaube, das sagt alles über das Buch aus, denn es hat mir richtig Spaß gemacht. Erstaunlich viel Spaß. Wir befinden uns hier in Tokito, einer sogenannten Megastadt, die vom Setting her richtig interessant gemacht ist. Also mir hat das Setting schon allein sehr gut gefallen, besonders auch so die kleinen Details, die dann so kommen. In Tokito herrschen Clans, 6 Stück an der Zahl und wer ein, naja, nicht gutes Leben, aber ein Leben haben möchte, das er noch etwas länger hat, der arbeitet für einen dieser Clans bzw. für die Clanfürsten. Alle anderen sind sowas ähnliches wie vogelfrei dort. Aaron Ryder hat eigentlich einen Job gehabt, arbeitet für einen dieser Clans und verliert dann aber ihren Job. Denn sie ist ein Waisenmädchen, also sie ist schon jetzt älter, sie ist, hat ein eigenes Leben und wohnt nicht mehr im Waisenhaus. Aber sie hatte da so ein paar Erlebnisse, die es ihr nicht ganz so leicht machen, mit Autoritäten klarzukommen. Und wenn diese Autoritäten sich dann auch noch ein bisschen ungerecht verhalten, dann kann Aaron damit nicht umgehen und genau das ist passiert und dadurch hat sie ihren Job verloren. Das muss sie jetzt irgendwie ihrem Freund beibringen, der sie über alles liebt und der da überhaupt kein Problem damit hat. Also doch, er hat schon ein Problem damit, weil er Angst um sie hat und zwar nicht unbegründet. Aaron wird bald darauf von Organhändlern entführt. Ihr soll es ordentlich an den Kragen gehen und sie würde das nicht überleben. Es sei denn, sie nimmt das Angebot an, dass sie eine mysteriöse kleine Tonscheibe macht. Denn augenscheinlich wohnt da ein Dämon drin. Dieser Dämon verspricht ihr, auf sie aufzupassen, sie zu beschützen und ihr zu helfen, aus dieser Situation zu entkommen und ihr dabei dann auch zu helfen, am Leben zu bleiben, wenn sie sich auf den Deal mit ihm einlässt und ihm einen Körper gibt. Also, dass er mit ihr zusammen in ihrem Körper wohnen darf. Was Aaron dann macht und ob sie da zustimmt, das erfahren wir hier drinnen. Und außerdem gibt es dann nämlich noch zwei weitere Geschichten in der Geschichte, also zwei weitere Perspektiven. Unter anderem ein Priesteranwärter und noch die Geschichte von Rianne. Das ist die beste Freundin von Aaron. Und sie arbeitet bei einem anderen Clan, dem Schmetterlingsclan, glaube ich, und steht kurz vor ihrer Abschlussprüfung, würde ich mal so sagen. Und erlebt dann auch noch ein paar Dinge. Und diese drei Stränge, diese drei Erzählstränge verbinden sich dann. Ich fand es richtig gut und richtig erfrischend teilweise auch, denn Aaron ist unter anderem keine körperlich perfekte Protagonistin. Also sie ist kein super special Snowflake, sie ist nicht die Auserwählte, sie ist nicht besonders hübsch, sie ist nicht besonders perfekt, es wird darauf auch nicht rumgeritten, es wird einfach nur gesagt, Aaron ist, wie sie ist. Aaron ist ein bisschen grober, Aaron ist kein liebes Mäuschen, Aaron muss nicht gerettet werden, also theoretisch. Sie wird zwar gerettet, aber halt nicht von irgendeinem tollen, strahlenden Helden. Und das fand ich richtig gut, das hat mir richtig gut gefallen. Und sie ist halt, also sie entspricht halt eher einer normalen jungen Frau mit Ängsten, mit Problemen. Sie ist nicht wahnsinnig sympathisch, aber sie ist, man kann mit ihr klarkommen, weil sie so menschlich wirkt. Außerdem gibt es da noch einen Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat und den ich gesondert hier hervorheben muss, denn ich hatte schon wieder die Befürchtung, dass es hier wieder eine Liebesgeschichte gibt, die mir zu kitschig ist, die da anfängt und ihr wisst, wie das ist, ne? Das ist ja das Problem, was ich meistens mit Jugendbuch-Fantasy-Romanen momentan habe, dass es immer dasselbe ist mit dieser Liebesgeschichte. Ich weiß, dass das nicht bei allen ist, beileibe nicht, das ist mir auch alles klar. Also
soll mir auch keiner übel nehmen. Aber es klingt halt immer alles so gleich. Das ist halt mein Problem. Deswegen nehme ich halt so viel Abstand von Jugendbüchern, beziehungsweise von Jugendbüchern, die mir nicht explizit empfohlen werden von anderen, die meinen Lesegeschmack kennen. Oder von Booktubern, deren Geschmack ich sehr vertraue. Weil ich weiß, dass sie ähnlich lesen oder ähnlich denken dort wie ich. Und hier bei Die Clans von Tokito kam halt etwas, was mir richtig gut gefallen hat, denn es gibt hier drin eine Liebesgeschichte, aber die ist schon da. Die gibt es seit Anfang an. Die ist bestehend, an der wird nicht gerüttelt, an der wird nichts irgendwie rumgekrittelt. Die ist halt einfach da. Die ist teilweise kitschig, aber wenn es zu kitschig wurde, wurde es halt immer irgendwie ein bisschen gerettet. Und das war halt für mich einfach der sehr große Pluspunkt auch an dem Buch, dass diese Liebesgeschichte in einem fortgeschrittenen Stadium ist, dass die halt einfach da ist. Die ist vollkommen schon in der Geschichte drin, sie muss sich nicht entwickeln, wir haben da kein Hin und Her drin, sondern es ist halt einfach so. Ganz toll gemacht. Dann kommen wir noch zum allergrößten Pluspunkt an der Geschichte und halt auch dem, was mich so dazu gebracht hatte, das Buch lesen zu wollen. Denn hier hinten steht nämlich, gerät ihr Leben in Gefahr und sie muss sich auf einen Deal mit einem Dämon einlassen. Durch die Verbindung erlangt sie übernatürliche Kräfte, doch die haben ihren Preis. Der Deal mit dem Dämon war ja der Grund, warum ich dieses Buch eigentlich überhaupt lesen wollte. Und ich habe es nicht bereut. Der Dämon ist einfach grandios. Er nennt sich selbst der Distelkönig. Und ja, ich weiß nicht, ich mochte ihn sehr gern. Sehr, sehr gern. Er hat so ein bisschen was von Herrn Freundlich aus Nevernight. Also so gefühlt, so von diesem Feeling für den Charakter, obwohl ich Herrn Freundlich immer noch ein bisschen lieber mag, liegt aber an der Natur der Sache. Und er ist ein interessanter Charakter, über den es aber noch viel mehr zu erfahren gäbe. Also ich würde mich deswegen auch sehr, sehr freuen, wenn wir ihn nochmal in einem Buch erleben dürften und halt auch Aaron. Also hier ist noch Potenzial definitiv für weitere Bände da. Ich würde sie lesen. Das Setting hat halt auch noch einiges zu bieten. Es gibt noch so viele Clans dort drin, von denen wir noch nicht so viel wissen. Also man lernt hier nur ein paar Aspekte kennen und auch nur ein paar Clans näher. Also halt wie so diese Strukturen funktionieren und wer die Clanfürsten sind und sowas. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht oder wünsche es mir für die Zukunft. Also sind halt schon noch ein paar offene Fragen da, die man im Hinterkopf haben kann, die auch beantwortet werden könnten in Folgebänden, aber die es nicht müssen. Also man kann mit der Geschichte auch so zufrieden sein, wie sie ist. Und das finde ich auch ganz schön. Also dass es nicht so einen wahnsinnigen Cliffhanger hat und dass es doch recht offen gelassen wird, ob es weitergeht oder nicht. Ich kann auch damit leben, wenn es ein Einzelband bleibt. Die Clans von Tokito kann ich auch nur empfehlen, für halt Jugendbuch-Fantasy-Leser. Es war jetzt nicht so gut wie Aurora Rising für mich, aber ich kann es trotzdem dennoch nur empfehlen. Tolles Buch. Schaut es euch mal an. Machen wir weiter mit einem richtig tollen Buch. Also wie gesagt, qualitativ war der Lesemonat auch richtig gut bei mir. Und zwar ist das Evelyn Jones und die Geister von Stormhaven von Phil Hicks. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn aussprechen mag. Wahrscheinlich Hicks. Und dieses Buch habe ich bei der Steffi vom Buchschnack das erste Mal gesehen. Ihren Kanal verlinke ich euch auch wieder unten in der Infobox. Und Steffi hat davon wahnsinnig geschwärmt. Sie hat es auf Englisch gelesen, unter anderem auch, weil ihr das Cover nicht so gut gefiel. Ich finde das auch sehr jung gemacht, gebe ich zu. Aber ich habe das gebraucht sehr günstig bekommen. Deswegen dachte ich mir, warum nicht? Liest du mal, gucken, ob es was für dich ist. Ich kann euch sagen, ich warte sehnsüchtig auf den zweiten Band, der auch schon vorbestellt ist und hoffentlich bis Ende des Monats bei mir eintrifft. In diesem Buch lernen wir Evelyn Jones kennen. Evelyn ist ein junges, ungewöhnlicheres Mädchen. Sie liebt Geister und Gruselgeschichten über alles. Sie könnte davon Stunden, Tage, Wochen lang lesen und braucht auch gar nicht mehr. Eines Tages muss ihre Mutter irgendwie einen familiären Krankenbesuch machen, zu dem Evelyn nicht mit darf. Und sie soll daher über die Halloween-Tage, die wahrscheinlich auch hier in die Herbstferien mit reinfallen, nach Stormhaven zu ihrer Tante.
Das ist die Schwester ihrer Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Die wohnt dort alleine, ist Lehrerin, Privatlehrerin. Die wohnt halt in diesem verschlafenen Küstenort dort irgendwo in England. Das war ja klar, dass mir das gefallen wird. Ne? Das muss man ja auch mal so erwähnen. Die Ausgangssituation ist halt schon mal klasse. Als Evelyn dort ankommt, stellt sie halt fest, dass die alle Halloween dort schon dekoriert haben und dort feiern werden. Und sie geht in ihren ersten Tagen in ein Bücherantiquariat, das wahnsinnig toll beschrieben wird, nur mal so zwischendurch eingeworfen. Und sie findet dort ein altes Buch über die Geistergeschichten der Gegend. Und das fasziniert sie natürlich total. Sie kauft es und will es unbedingt lesen. Dieses Buch gehörte einem jungen Mädchen, das vor Jahren verschwunden ist, wie Evelyn später herausfindet. Und dieses Mädchen scheint die letzte Geschichte des Buches, die letzte Legende, die dort drin erklärt wird, geschwärzt zu haben. Man kann das nicht mehr lesen, weil das mit Filzstift halt ausgestrichen wurde alles. Evelyn will unbedingt wissen, warum, und will auch wissen, welche Legende das ist. Und so nimmt die gruseligste Nacht ihres Lebens ihren Lauf, nämlich Halloween. Es ist ein richtig tolles, gruseliges Jugendbuch, das sehr gut geschrieben ist. Also ich fand den Schreibstil wirklich toll. Auch recht anspruchsvoll für die Altersklasse, die es haben soll. Es ist erstaunlich gruselig gewesen. Also selbst für mich. Ich habe hier auf der Couch gesessen und habe Tee getrunken und mich in meine Decke eingekuschelt und dachte mir an manchen Stellen, wow, gut, dass ich recht gruselfest bin. Also für die Altersempfehlung 8-9 Jahre. Ich bin mir nicht so sicher. Das ist schon an manchen Stellen echt nicht ohne gewesen. Aber es war wirklich gut. Richtig toll. Ich habe das durchgesuchtet an dem Nachmittag. Ach gut, es ist jetzt auch nicht so dick und es ist ein Kinderjugendbuch, aber es war einfach toll. Es ist sehr, sehr atmosphärisch. Also man merkt so richtig dieses leicht düstere, dieses neblige, dieses regnerische dort in Stormhaven. Das hat mir so gut gefallen. Das war so richtig zum Greifen, diese Atmosphäre, dieses Halloween, dieses so ein bisschen düstere und dieser Küstenort dann dazu, einfach klasse. Also richtig tolles Setting, toll gewählt, richtig Spaß gemacht, dort mit Evelyn durch die Straßen zu laufen und diesen Ort so ein bisschen zu erkunden und halt auch das Antiquariat zu sehen, lesen, wie man sagen möchte. Und man hat sich halt wirklich gefühlt, als wenn man da selbst mit dabei, als wenn man selbst mit in Stormhaven oder als würde man Evelyn halt über die Schulter gucken oder mit ihr dort durch die Gegend gehen. Evelyn selbst als Protagonistin hat mir sehr gut gefallen und ihre Vorliebe für Gruselgeschichten hat sie halt auch so richtig sympathisch gemacht. Das konnte ich so nachvollziehen. So ein ungewöhnliches Kind, das sich halt lieber in Büchern versteckt und das halt dann auch noch eine Vorliebe für Bücher hat, die andere in dem Alter vielleicht nicht so gerne lesen. Wer kann das nicht irgendwo manchmal nachvollziehen? Ganz tolles Buch, kann ich wirklich nur empfehlen, nur mit der Altersempfehlung wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich kann das halt selber nicht so ganz einschätzen, da ich ja selber keine Kinder habe. Aber ich würde sagen, die Kinder sollten schon echt gruselfest sein, wenn man das ab 8-9 Jahren lesen möchte. Das sollte man dann ein bisschen vorsichtig mitnehmen. Ich kann aber aufgrund der Schreibstils das auch wirklich für ältere Kinder und Jugendliche einfach nur empfehlen oder halt für Erwachsene wie mich, die mal so ein Kindergruselbuch auch gerne lesen. Absolute Leseempfehlung von mir und das nicht nur für die Halloween-Zeit. Und jetzt noch kurz was eingeschoben, bevor ich das vergesse zu erwähnen, denn ich habe mir das nicht explizit hier in meinem Bookjournal aufgeschrieben, deswegen lieber jetzt gleich, sonst vergesse ich das wirklich. Und zwar las ich im Gothic Buchclub auf Instagram, den verlinke ich euch auch wieder unten in der Infobox, habe ich das letzte Mal ja auch schon gemacht, eine von den beiden Kurzgeschichten, die wir uns für den Monat ausgesucht hatten, nämlich von Shirley Jackson, The Lottery. Das ist hier so ein Sammelband mit ihren Kurzgeschichten, also mit ein paar ihrer Kurzgeschichten. Sie hat ja sehr, sehr viele geschrieben. Vielen dürfte Shirley Jackson bekannt sein von Spuk in Hill House und Wir haben schon immer im Schloss gelebt. Letzteres habe ich selber auch schon gelesen. Und ja,
Ich habe mich sehr gefreut auf diese Kurzgeschichte. Ich werde auch die anderen noch in dem Buch lesen. Ich mag ihren Schreibstil. Er ist halt ein bisschen älter. Also die Kurzgeschichten selber sind ja auch schon älter. Und das macht mir halt einfach auch so Spaß. Das ist halt so das Richtige für mich. So der richtige Grusel quasi. Also das, was mir so Spaß macht. Ich mag Horrorgeschichten, aber auch nur eine bestimmte Art. Shirley Jackson passt da ganz gut rein. Und The Lottery ist eine Geschichte über einen Ort, die eine Lotterie jedes Jahr veranstalten, die für einige Dorfbewohner oder für ein Minimum tödlich ausgehen wird. Und hier wird halt dieser Auslosungstag beschrieben. Hat mir gut gefallen. Ich kann halt jetzt nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil es halt auch nur, keine Ahnung, 15 Seiten lang ist. War toll. Ist gesellschaftskritisch, regt zum Nachdenken an. Darüber kann man auch wirklich gut diskutieren. Haben wir auch in dem Buchclub, wer diese Art Horror von Shirley Jackson halt mag. Der ist auch mit ihren Kurzgeschichten, glaube ich, nicht falsch bedient. Das nächste Buch, das ich las, war der Auftakt einer Reihe, auch ganz frisch im März erschienen. Ich habe darauf hingewartet und gefiebert ein bisschen, obwohl ich mir selbst nicht mal sicher war, ob die Autorin was für mich ist. Und zwar rede ich vom Auftaktband der Wayfarer-Saga von C.E. Bernard, das Lied der Nacht. Ich liebe dieses Cover. Ich kann mir nicht helfen. Man sieht das jetzt hier nicht so richtig, aber das ist so ein bisschen wie Perlmutt gestaltet. Also es ist echt toll. Schon vom Aussehen her. Richtig schönes Buch. Aber es geht ja um den Inhalt hier. Und vorweg, ich hatte auch an dieses Buch keine großen Erwartungen. Und ich habe es gelesen, weil mich die Inhaltszusammenfassung so angesprochen hat. Denn C.E. Bernard ist ja vielen wahrscheinlich aus der Palace of Saga. Ich weiß gar nicht, ob die so heißt, aber Palace of Glass, Silk, Fire und noch irgendwas. Das sind vier Bände. Bekannt, und ich weiß, dass es dort drin eine recht stark im Fokus stehende Liebesgeschichte gibt. Deswegen habe ich diese Bücher auch nie gelesen, weil Liebesgeschichten und ich und dann dazu noch eine, die sehr stark im Mittelpunkt steht, muss nicht unbedingt sein. Deswegen hat mich das nie so richtig angesprochen. Aber hier dachte ich mir, versuch's es mal, weil der Rest dich so anspricht. Und ich wurde nicht enttäuscht, ich wurde sogar richtig überrascht. Es war kein 5-Sterne-Buch, aber ein Highlight und eine Überraschung. Highlights müssen nicht unbedingt 5 Sterne bei mir bekommen. Alles, was mich emotional richtig von sich überzeugen kann, kann ein Highlight sein, auch wenn es keine volle Punktzahl quasi bei mir bekommt. Ich sollte euch aber vielleicht erstmal sagen, worum es in dem Buch geht. In Das Lied der Nacht befinden wir uns in dem Königreich Shur. In Shur gibt es 2 große Regeln. Entzünde in der Nacht kein Feuer und sprich niemals ein Wort in der Dunkelheit. Dazu gehört auch das Singen, denn auch das ist verboten. Denn der Legende nach reagieren tödliche Schattenwesen auf Laute in der Nacht und werden dann den Tod über dich bringen. Der Wanderer Wade ist ein recht einsamer Wanderer und ein Einzelgänger und er hält sich die meiste Zeit von Menschen fern. Einzig und allein die Bardin Care ist seine Vertraute, mit der er auch sich immer wieder trifft, und ausgerechnet an einem dieser Treffen, an dem sie wieder zusammentreffen werden und er etwas Ruhe tanken will, geschieht in der Nähe in einem Dorf ein Massenmord. Schatten kommen aus dem Wald und schlachten das gesamte Dorf ab. Keiner weiß warum, keiner weiß, was wirklich passiert ist, denn alle haben sich an die Regeln gehalten. Ja, und Wade sind genauso erschüttert wie alle anderen, die dort in der Umgebung leben. Sie können sich halt nicht erklären, was passiert ist, und sie versuchen Schutz zu finden innerhalb der Mauern des Fürsten der Gegend. Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Fürst oder ein König ist. Ich habe da keine Ahnung mit den ganzen Adelsbezeichnungen. Des Adeligen in der Gegend. Was aber keiner weiß, ist, dass Care und Wade wahrscheinlich die einzigen sind, die dazu in der Lage sein werden, die Schatten wieder zu vertreiben, wenn sie das sogenannte Lied der Nacht erlernen. Also das namensgebende Lied. Mehr kann und möchte ich euch eigentlich zum Inhalt nicht verraten, denn ich glaube, selbst wenn ich euch jetzt noch viel mehr über die anderen Charaktere erzähle, dann nehme ich euch etwas weg. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders sagen soll. Ich habe das Gefühl, ich nehme euch dann etwas von der Geschichte weg. Mich hat das Buch sehr fasziniert. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten reinzukommen.
Es ist sehr distanziert geschrieben. Der Schreibstil ist poetisch, detailverliebt und teilweise sehr speziell. Alleine schon durch die Art, wie teilweise die Worte angeordnet sind, durch bestimmte Wiederholungen im Text oder manchmal sogar im Satz oder genau hintereinander weg. Und auch die Perspektivwechsel, die da drin passieren, die Ortswechsel auch, die passieren, die werden nicht angekündigt. Die sind teilweise, also sie werden meistens durch einen Absatz schon getrennt, aber man muss wirklich sich auf die Geschichte einlassen und in ihr drin sein. Das ist nichts zum Nebenbeilesen, wo man jetzt dann wirklich sagt, das kann ich einfach mal so weglesen und lass mich nicht genügend reinfallen oder lass mich darauf nicht ein. Das wird bei dem Buch nicht funktionieren, dann werdet ihr damit nicht glücklich werden. Und ich kann mir auch vorstellen, es gibt ein Hörbuch davon, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt wahnsinnig gut als Hörbuch funktioniert, eben aus diesem Grund. Ich habe, wie gesagt, keine wahnsinnig großen Erwartungen gehabt und wurde trotzdem komplett überrascht vom Hocker gehauen davon. Das erstens mal fing es schon an mit dem Alter der Protagonisten. Ich habe wieder ein Fantasy-Buch erwartet, also es ist ein High-Fantasy-Buch, erwartet, indem die Protagonisten recht jung sind. Wade und Care sind beide, obwohl es bei denen jetzt nicht gesagt wird, ich vermute um die 40, wenn nicht ein Stück älter sogar Wade. Care könnte auch ein bisschen jünger sein, aber die haben an sich zu viel erlebt und es wird auch zu viel auch in Jahren beschrieben, dass sie jetzt viel jünger sein könnten. Also so, ich würde sie wirklich so zwischen Mitte 30 Anfang 40 schätzen. Das war für mich schon ungewöhnlich. Außerdem gibt es noch Nebencharaktere und auch Gefährten von Wade und Care, die recht viel im Mittelpunkt stehen und auch in Fokus rücken, die noch älter sind. Da gibt es einen alten Mann, der definitiv über 70 oder 80 ist und auch eine ältere Frau, auch in dem Alter. Das war erfrischend. Das hat mir richtig Spaß gemacht, davon zu lesen. Eben weil es halt keine jungen Leute sind, die auf einmal die Welt retten müssen und auch können. Sondern das sind gestandene Menschen, die so wahnsinnig viel erlebt haben, aber auch schon einfach aufgrund der Tatsache, wie dieses Reich halt auch aufgebaut ist und wie diese Legenden dort funktionieren. Aber die halt auch einfach Erfahrung mitbringen und viel Lebenserfahrung haben, die halt auf die halt auch zurückgegriffen wird. Ganz kurz erwähnt, es gibt hier drin einen ganz süßen, tierischen Sidekick. Bin absolut verliebt in den. Großartig, ich mag ihn einfach sehr. Wer es gelesen hat, kann es vielleicht nachvollziehen oder wer es noch lesen wird, kann sich auf den sehr freuen. Der Schreibstil hat mich halt, wie gesagt, wirklich sehr fasziniert. Dann mit der Zeit. Er ist halt sehr ungewöhnlich, man muss schon ein bisschen reinkommen. Zumindest war das bei mir so, gerade mit dieser Distanz, die aufgebaut wird durch den Stil gegenüber dem Protagonisten und der Geschichte. Damit musste ich erstmal klarkommen, aber danach hatte das so eine Sogwirkung auf mich, dass ich trotzdem so richtig in die Geschichte gefallen bin. Ich wollte nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe das an zwei Abenden nach der Arbeit durchgesuchtet. Ich ging nicht anders. Ich konnte nicht anders. Ich wollte es einfach nur noch lesen und wissen, was da passiert und wie es ausgeht. Was aber auch dazu geführt hat, dass ich dann doch emotional recht stark in der Geschichte war. Und diese Geschichte ist an manchen Stellen enorm brutal. Das ist keine tolle Welt, wo die dort sind. Das ist eine Welt, die teilweise wirklich so von Furcht und Hass und Gier, Neid und allem Möglichen geprägt ist, dass es einen schlucken lässt. Also ich hatte da waren Szenen dabei, bei denen ich sehr geschluckt habe. Die Menschen sind untereinander nicht unbedingt sehr nett zueinander. Gewalt ist an der Tagesordnung und das Gewalt auch in vielen Facetten. An manchen Stellen wird diese Gewalt auch recht detailliert beschrieben. Das heißt, wenn ihr damit nicht so gut klarkommt, dann würde ich wahrscheinlich eher die Finger von dem Buch lassen. Selbst ich habe halt an manchen Stellen wirklich schlucken müssen, ob der Brutalität der Menschen und halt auch, wie die Menschen sich hier teilweise gegenseitig manipulieren und manipuliert werden und was sie dann aufgrund dessen tun. Das ist nicht einfach zu lesen und ich war an manchen Stellen wirklich wütend, fassungslos und ich konnte es überhaupt nicht verstehen, wie man so handeln kann und wie man sich dann so beeinflussen lassen kann und was da eigentlich wirklich passiert ist. Also ich war richtig bestürzt darüber.
Und das hat es mir nicht einfach gemacht. Es hat auch so ein bisschen so ein unwohliges Gefühl in der Magengegend dann zurückgelassen. Und trotzdem hatte das Buch eine richtig starke Sogwirkung. Und es ist aber dennoch immer noch ein bisschen so von Hoffnung durchzogen. Das ist so ein ganz seltsames Lesegefühl für mich gewesen. Außerdem ist die Darstellung vom Bösen, vom Gegenspieler, jetzt mal abgesehen von den Menschen, die halt nicht gerade sehr nett sind, war richtig interessant für mich. Diese Schatten und Schattenwesen, die hier die Hauptrolle mitspielen und die halt auch in der Zusammenfassung erwähnt werden, die haben es mir irgendwo angetan als Gegenspieler. Die sind, worauf sie basieren, wo sie herkommen, wie sie entstehen und warum sie das tun, was sie tun. Das ist alles in den Grundzügen hier schon beleuchtet. Ich erhoffe mir dann wirklich in den nächsten 2 oder 3 Bände gibt es, glaube ich, muss mal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, es sind 3. Ja, es sind 3. Die sind hier hinten schon alle dargestellt. Sieht toll zusammen aus, oder? Ja. Und die werde ich definitiv auch lesen und ich hoffe, dass da noch so ein paar offene Fragen, gerade was diese Schattenwesen angeht, erklärt werden. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang über dieses Buch reden, aber ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen. Das ist sehr schwierig gerade für mich. Es ist ein tolles Buch, ein wirklich guter, ausgearbeiteter High-Fantasy-Roman mit interessanten Charakteren, die jetzt zwar vielleicht auch nicht alle die Sympathieträger sind, aber wirklich interessant und faszinierend sind. Mit einem interessanten Worldbuilding, mit einer spannenden Gegenspielerseite, aber es ist halt wirklich gleichzeitig auch sehr grausam und brutal, aber dennoch ein sehr faszinierender Roman, der viele gute Lesestunden bringen kann. So, dann kommen wir jetzt zu etwas Einfacherem und zu 2 Büchern, bei denen ich auch ein bisschen schneller sein werde. Glücklicherweise, wenn ich mir hier schon angucke, wie lange ich schon wieder quatsche. Und zwar kamen 2 zweite Bände raus von Comic-Roman für Kinder, die ich jetzt hier in dem Video lasse und nicht in das Manga-Video packe, denn da kommen wirklich nur die Manga rein. Diese beiden Comic-Romane möchte ich euch hier vorstellen, denn sie sind düster. Aber sie sind für Kinder und sie sind aber irgendwie auch was für mich. Und für so Menschen wie mich, die diese nicht nur Kinderbücher mit der leicht düsteren Atmosphäre sehr gern mögen. Und die ersten Bände habe ich euch auch schon mal vorgestellt und deswegen war es klar, dass die beiden auch bei mir einzeln werden. Nämlich einmal Vincent und das Geisterlama von Sonja Keiblinger und illustriert ist das Ganze von Frederic Bertrand. Vincent ist die Fledermaus aus Scary Harry, der Kinderbuchreihe von Sonja Keiblinger, in der es um den Tod geht, die ich immer noch nicht gelesen habe. Und ich werde wahrscheinlich jetzt die neue Taschenbuchauflage vielleicht dann mal als Anlass dafür nehmen, irgendwann mal da reinzulesen. Ich sage absichtlich irgendwann, denn ich habe einen wahnsinnig hohen Lesestapel inzwischen, denn momentan kommen sehr viele tolle Bücher raus und es wird nicht besser die nächsten Monate. Ich habe das schon festgestellt. Vincent und das Geisterlama ist die zweite Geschichte in der Vincent-Reihe und sie ist wieder wunderbar illustriert. Ich muss mal das andere hier wegnehmen. Es geht nicht so gut, beide Bücher auf einmal. Es ist komplett farbig illustriert. Das ist nicht bei allen Büchern aus der Löwe-Wau-Reihe so, aber bei Vincent ja. Und ich liebe diese Illustrationen. Sie sind so leicht düster, aber so süß. Und ja, ich bin total verliebt in Vincent. Die Geschichte ist süß. Die ist jetzt nicht irgendwie. Die hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber das Gesamtpaket macht's halt. Vincent sucht immer noch Freunde und Vincent sucht immer noch Halbgeistertiere, die genauso sind wie er. Und irgendwie kommt er jetzt auf die Idee, Mensch, lass uns doch mal im Zoo nachgucken. So nach dem Motto, wenn nicht dort, wo dann? Und dann gehen sie in den Zoo. Und die Nacht wird dann doch etwas gruseliger, als sie dachten. Und was sie dann alles erleben, erfährt man in diesem kleinen wunderbaren Büchlein. Ich mag es halt, wie gesagt, sehr gern. Es ist halt schön aufgemacht. Es ist eine tolle, tolle Idee und es ist eine schöne Geschichte. Ja, ich kann sie euch nur ans Herz legen. Guckt euch Vincent unbedingt mal genauer an. Und das zweite Buch aus der Löwe-Wau-Reihe, das ich mir dann auch zulegen musste, weil ich ja den ersten Band auch schon mochte, war Winstons geheimste Fälle, das Geisterschiff.
Winston ist der Katerdetektiv aus der Reihe von Frauke Scheunemann. Da gibt es ja auch ein paar Romane dazu im Kinderbuchbereich. Und illustriert ist das Ganze von Nikolai Renger. Das ist jetzt eines der Bücher. Im Übrigen haben die alle so einen tollen farbigen Buchschnitt aus der Reihe, also aus dem Imprint. Das ist jetzt eines der Bücher, die halt schwarz-weiß illustriert sind. Das ist eher so klassisch Comic-Roman, wie man es kennt im Kinder-Jugendbuchbereich. Und auch die Geschichte, die fand ich wieder ganz süß. Das hat mir ganz gut gefallen. Winston ermittelt halt immer hier in diesen Büchern in so leicht mysteriös angehauchten Kriminalfällen, die nicht unbedingt nur mit gesundem Menschenverstand erklärbar sind. Das gefällt mir gut. Es ist alles ein klein bisschen übersinnlich. Es ist halt ein Kater. Was soll man sagen als Katzenliebhaber? Das passt halt dann immer. Katze, die ermittelt. Kann eigentlich nicht besser werden. Ich mag Winston ganz gerne, auch wenn er ein bisschen sehr von sich überzeugt ist, aber es ist halt ein Kater. Verzeiht man halt dann auch wieder. Man weiß ja, wie Katzen sind. Kann ich also auch nur empfehlen, besonders für die, die halt die Reihe schon mögen, die Winston-Reihe, aber auch für welche, die neu einsteigen wollen. Ist bestimmt auch ein großartiges Mitbringsel für das ein oder andere Kind, das man beschenken möchte. Dann bin ich, ja, das Lied der Nacht war dann so, dass ich dann doch im Kinder-Jugendbuchbereich erstmal mich ein bisschen wohlfühlen musste. Nämlich auch noch zu einer Kinderbuchreihe gegangen, von der ich auch wusste, dass es mir wieder richtig gut gefallen wird. Nämlich zu den Guardians von William Joyce. Diesmal Band 3, To Diana, Queen of the Tooth Fairy Armies. Das ist die Zahnfee. Und zwar, es geht halt einfach schlicht um die Zahnfee. Ich kann euch nicht viel zu dem Band jetzt erklären, außer dass hier halt der neue Hüter der Kindheit dazukommt und auch hier immer noch gegen Pitch, den Albtraumkönig, gekämpft wird. Die Geschichte ist meiner Meinung nach in diesem Band merklich düsterer geworden und sie wird auch immer ein bisschen älter, habe ich das Gefühl. Es ist immer noch sehr zauberhaft gemacht, sehr toll geschrieben. Einfach eine grandiose Kinderbuchreihe, von der ich nicht verstehe und auch wahrscheinlich nicht verstehen werde in geraumer Zeit, warum sie nicht übersetzt wurde. Die Bücher gibt es leider nur auf Englisch. Wer Englisch liest, ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Tolle Kinderbuchreihe, also Kinderjugendbuch in die Richtung. Ist jetzt nichts für die ganz jungen Kinder, aber es ist einfach klasse gemacht. Ich kann es nur empfehlen und ja, auch jetzt schon nach dem dritten Band konnte ich schon nach dem ersten. Es ist schön geschrieben, es ist einfach zauberhaft, die Atmosphäre ist toll, es lässt so viele Bilder im Kopf entstehen, es ist irgendwie hoffnungsvoll, auch wenn es teilweise sehr düster ist, gerade durch halt den Albtraumkönig und das Thema, das dadurch hervorgerufen wird. Der Band, wie gesagt, merklich düster, besonders hinsichtlich der Hintergrundgeschichte der Zahnfee, also wie sie zur Zahnfee geworden ist und was ihr alles in ihrer Kindheit auch passiert ist und ja, Schreibstil ist toll, Welt ist toll, Charaktere sind klasse. Ich freue mich einfach auf die nächsten beiden Bände. Die werde ich jetzt auch zeitnah weiterlesen und es ist einfach eine magische Geschichte. Ich bin immer noch gespannt, wann und ob wir je auf die Geschichte treffen werden, die in dem Film vorkommt, also Die Hüter des Lichts. Ich erwähne den Film jedes Mal, wenn ich diese Bücher in die Kamera halte. Und ich kann auch bei diesem Buch jetzt sagen, nein, wir sind immer noch nicht bei der Geschichte vom Film. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die hier kommen wird. Und wenn ja, wann? Ich vermute fast, dass sie im letzten Band kommt. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie wir dann dahin kommen. Denn es ist wirklich sehr anders als das, was der Film einem vermittelt. Also, nein, von der Grundstory her nicht, also von der Grundaussage, aber die Charaktere werden halt anders eingeführt. Man erfährt halt sehr viel mehr von den Charakteren und das halt auch, was sie vorher gemacht haben und was halt vorher passiert ist, bevor dieser Film überhaupt anfangen konnte, ist also dennoch spannend und daher eine absolute Leseempfehlung von mir. Und ich glaube, man merkt ganz gut, dass mein Lesemonat qualitativ sehr hochwertig war. Dennoch gab es dann auch ein Buch, das ich zwar okay fand, aber das mich wirklich im Gegensatz zu den anderen nicht ganz so von sich überzeugen konnte. Und zwar ist das der erste Band der Akademie Fortuna, wenn Wahrsagen so einfach wäre, von Sarah M. Kempen. Genau, ist jetzt auch frisch im Februar bei Schneiderbuch erschienen und ist so Jugendbuch-Fantasy ab 10.
würde ich es mal so einsortieren. Ich habe es als E-Book gelesen, deswegen hier auch nur eingeblendet. Und ja, das Buch hat mir nicht ganz so gut gefallen. Es geht um Sorry, die an der Akademie Fortuna aufgenommen wird. Das ist eine sehr renommierte Wahrsagerschule. Wahrsager sind in dieser Welt sehr bekannt. Sie leben neben dem Menschen und es gibt verschiedene Wahrsagedisziplinen. Sorry ist eine Visionistin. Sie ist kommt aus einer sehr bekannten Familie und ihre Mutter ist Schulleiterin, ihre große Schwester ist Schulbeste. Sorry tritt also in große Fußstapfen, von ihr wird sehr, sehr viel erwartet. Doch Sorry hat so ein kleines Problem. Ihre Visionen sind nicht so ganz das, was man eigentlich von ihr erwarten würde, denn sie kann nicht so wahnsinnig weit in die Zukunft sehen. Sie sieht Sachen, die recht nah jetzt passieren werden. Und das ist sehr ungewöhnlich und wird auch von den meisten Wahrsagern nicht ernst genommen. Daher soll sie sich da ein bisschen bedeckt halten und gucken, dass nicht das sofort jemand rausbekommt. Zumindest ist das der Wunsch ihrer Mutter. Wird ein bisschen schwierig, denn bei der Aufnahmeprüfung muss sie eigentlich wahrsagen. Doch diese Aufnahmeprüfung wird quasi gesprengt von dem Auftauchen eines Jungen, der einem Wahrsagezweig angehört, der eigentlich als ausgelöscht gilt. Denn die sogenannten Nekromanten waren gefährlich und haben einen, naja, Putsch gegen die Wahrsagegemeinschaft geplant gehabt und wollten die Macht an sich reißen. Deswegen wurden sie sozusagen ausgelöscht. Und da kommt dann ein Junge dort rein und behauptet, er sei ein Nekromant und er möchte jetzt gerne an der Schule aufgenommen werden, denn dieser Platz steht ihm zu. Womit er recht hat, steht so in den Schulstatuten. Ja, was dann alles passiert, wer dieser Junge ist, ob Sorry mit ihrer Gabe irgendwie klarkommt oder nicht, das alles erfahren wir in dem ersten Band zumindest in Teilen. Es ist eine niedliche Geschichte, das vorweg, die Illustrationen sind im Übrigen auch sehr toll. Das ist dieselbe Illustratorin wie in der Reihe von Henrik Lambertus, die Mission der tollkühnen Bücher. Die Illustrationen sind halt wirklich schön, die sind niedlich gemacht. Aber ich bin halt mit der Geschichte nicht ganz so klar gekommen, leider. Die Wahrsageschule als Setting fand ich toll, die war interessant, die war auch von der Atmosphäre her interessant, obwohl sie mir durch die Schüler nicht ganz so gut gefallen hat. Ich fand die Ansätze halt wirklich gut. Es war kreativ, aber es wurde für mich sehr, sehr viel verschenkt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass es halt wirklich ein Kinder-Jugendbuch ist und ich einfach zu alt dafür bin, obwohl ich mir andererseits sage, ich lese viel in dem Bereich und fühle mich ja in ganz vielen anderen Kinder- und Jugendbüchern sehr wohl. Also vermute ich, dass mir fehlte halt einfach irgendwie was. So dieser letzte Zauber, der ist nicht übergesprungen. Was aber auch daran liegen könnte, dass die Charaktere mein größtes Problem waren. Die waren einfach schlicht nicht mein Fall. Ich bin mit denen nicht ganz klar gekommen. Die waren für junge Menschen einfach so reserviert und so von Vorurteilen eingenommen und das war einfach nicht so schön zu lesen. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Die Freundschaften waren auch irgendwie nur Zweckgemeinschaften und ach, nee, das hat mir vom Gefühl her nicht so ganz gut gefallen. Und was dazu kam, sie hatten alle extrem ausgefallene Namen. Ich komme mit ausgefallenen Namen klar, aber die spielten halt alle auch noch was auf was an. Sorry heißt eigentlich Anniversary und Sorry wahrscheinlich, weil ihr immer alles leid tut. Ich kann es nicht sagen, aber es gab da auch so ganz viele andere Namen. Ich habe die alle schon verdrängt. Wenn ihr da mal reinliest, solltet ihr wissen, was ich meine. Es ist wirklich, zum Beispiel gibt es da noch einen, der heißt Taurus und ist im Sternzeichen Stier geboren. Weiß nicht, dafür bin ich dann doch zu alt gewesen wahrscheinlich. Ich glaube, das war halt wirklich das, wo ich gemerkt habe, das war halt einfach das, was mir nicht so gut gefallen hat. Das kann jedem anderen wirklich gut gefallen. Also versteht mich da nicht falsch. Das ist halt jetzt wirklich rein persönlich von mir, dass es damit bin ich nicht so zu Rande gekommen. Ich habe dann wirklich nur noch die Augen verdreht. Also ja, das sind alles Wahrsager, das sind alles super spezielle Leute und die sich wahrscheinlich alle halt nach ihren Fähigkeiten auch teilweise benannt haben oder benannt wurden dann nach ihren Fähigkeiten. Aber es war halt einfach, nee, das ging für mich nicht. Für eine Handvoll wäre das vollkommen okay gewesen, aber nicht für alle.
Es waren halt wirklich einfach alle. Und dann kam noch dazu, dass für mich einfach viel zu viel Drama drin war. Es passiert dauernd irgendwas Dramatisches. Und zwar sehr Überdramatisches gefühlt. Und das war mir zu viel. Es gibt tolle Stränge und es gibt auch viel Schön in der Geschichte, aber die hätten halt, die waren alle auf einmal quasi. Die waren alle auf einmal da und alle auf einmal dramatisch. Das war mir zu viel auf einmal. Und ja, die Atmosphäre hat mich dann dadurch einfach auch nicht mehr retten können. Das hat mich nicht packen können. Das war dann halt einfach für mich nichts. Es war zu viel Missgunst zwischen den Figuren, halt gerade auch in dem Alter. Es war alles in allem wirklich nett. Es liest sich auch wirklich gut. Aber es ist keine Reihe, die irgendwie für mich gemacht ist, auch wenn ich es sehr gehofft habe, weil mich das Thema sehr angesprochen hat. Aber das war leider nicht wirklich was. Dann kommen wir zu einem Auftaktband einer etwas älteren Jugendbuchreihe, die damals an mir ein bisschen vorbeigegangen ist. Und zwar ist es Daughter of Smoke and Bone von Lainey Taylor. Das ist eine englische Special Anniversary Edition in der Illumicrate Ausgabe. Ich war Coveropfer in dem Fall. Ich liebe dieses Cover. Es sieht so schön aus. Es ist einfach... Ich bin einfach nur verliebt. Und ich bin sehr froh, dass mir die Geschichte dann auch so gut gefallen hat. Es war eine Geschichte, die mich vom deutschen Klappentext her irgendwie nie angesprochen hat und vom deutschen Cover her nie angesprochen hat. Deswegen, ich gebe dem deutschen Cover die Schuld, dass ich es nicht gelesen habe damals. Denn es wäre damals sogar noch mehr für mich gewesen, als es jetzt war. Und die Geschichte ist ja jetzt 10, 11 Jahre alt. Ich glaube ja, ungefähr. Und da war ich Anfang 20. Das hätte mir noch viel besser gefallen dann. Also noch mehr, als es jetzt getan hat. Und es hat mir schon richtig gut gefallen. In dieser Reihe begleiten wir Caro. Caro wohnt in Prag, geht dort an die Kunsthochschule, ist recht stark tätowiert, hat blaue Haare und zeichnet meistens sehr verstörende Dinge. Sie zeichnet Wesen, die eigentlich eher in einen Fantasy-Roman gehören sollten und von der alle immer denken, dass sie eine blühende Fantasie hat. Was jedoch keiner weiß an ihrer Schule und auch sonst keiner in ihrem normalen Leben, ist, dass diese Wesen alle echt sind und dass die meisten davon zu ihrer Familie gehören. Beziehungsweise, dass sie das sind, was sie ihre Familie nennt. Denn sie hat noch ein zweites Leben. Eines, in dem sie für Brimstone, ihren Adoptivvater, auf die Suche nach bestimmten Dingen geht, denn er ist ein Wunschhändler. Lainey Taylors Schreibstil ist einer der Gründe, warum mir die Reihe wirklich gut gefallen wird. Ich kann das nach dem ersten Band schon sagen. Band 2 und Band 3 kommen in dieser wunderschönen Ausgabe auch noch bei mir an. Hoffentlich Ende des Monats. Und ich freue mich schon drauf, weiterzulesen. Es ist kein 5-Sterne-Buch, definitiv nicht. Es ist ein Jugend-Romantasy-Roman. Das lässt sich nicht wegreden, aber es gab so viele Dinge da drin, die mich so von sich überzeugt haben, dass ich über die Liebesgeschichte, die da drin ist und die doch recht präsent ist, auch, das war okay für mich dann. Es war auch eine Liebesgeschichte, mit der ich leben kann. Das ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele fragen, warum gefällt dir die, wenn dir viele andere einfach nicht gefallen. Das ist eine emotionale Sache bei mir. Ich muss da reinfallen können, wenn ich dann auch selber sagen kann, ja, das verstehe ich irgendwo, oder ja, das macht, ja, ich fühle das irgendwie, dann klappt das meistens. Das ist aber wirklich eine rein emotionale Sache bei mir. Das heißt, wenn das, und eine rein subjektive Sache. Das liegt halt einfach daran, wie es beschrieben wird, wie der Schreibstil ist, wie ich mit den Charakteren auch klarkomme. Wenn diese Liebesgeschichte mich packen kann, dann ist das okay für mich. Aber dazu muss ich es erstmal können. Und das können halt sehr, sehr viele nicht. Hier war es, naja, so halbwegs so. Deswegen gab es auch ein kleines bisschen Abzug. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mal schauen. Es hat aber sehr viele Pluspunkte bei mir bekommen, einfach aufgrund dieser wundervollen Atmosphäre. Das ist so richtig was für das junge, kleine Gothic-Mädchen in mir gewesen. Deswegen sage ich, hätte mir wahrscheinlich vor über 10 Jahren noch ein bisschen besser gefallen. Es war einfach traumhaft zu lesen, wie Prag beschrieben wurde, auch in dieser Jahreszeit. Also wir sind da, glaube ich, ein bisschen die meiste Zeit auch im Winter gewesen, also halt in der kalten Jahreszeit, wie düster atmosphärisch das alles war und wie leicht morbid und ach,
war einfach schön, war wohlig für mich, war so richtig heimelig, hat mir so Spaß gemacht. Dieses halt, dieses leicht seltsame, dieses leicht verdrehte, dieses leicht düstere, ach. Ich kann über die Atmosphäre, könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang schwärmen. Caru selber hat mir auch gut gefallen. Also sie als Protagonistin hat schon was. Sie ist ein irgendwo spannender Charakter und ihre Adoptivfamilie ist halt einfach auch klasse. Auch die Art und Weise, wie jetzt halt hier mit den sogenannten Monstern, Dämonen, wie man sie auch immer nennen mag, umgegangen wird, wie sie beschrieben werden, wie das alles gemacht ist, das hat mir einfach Spaß gemacht. Es ist, man muss dran denken immer noch, ne? Die Geschichte hat über 10 Jahre auf dem Buckel. Damals war es wahrscheinlich alles auch noch ein bisschen ungewöhnlicher. Man hat das jetzt schon häufiger gelesen und gesehen, aber es ist eine wirklich gute Geschichte. Die ist gut gealtert. Gut gealtert klingt bei 10 Jahren auch schon ein bisschen fies, aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist toll. Es ist wirklich schön gewesen. Abzug gibt es halt so ein kleines bisschen für die Liebesgeschichte, weil ich, und auch ein kleines bisschen dafür, dass ich halt wusste ungefähr ab einem bestimmten Zeitpunkt, was passieren wird. Den Weg dorthin nicht ganz, aber ich wusste, worauf sie hinaus wollte. Ist als Vierleser passiert das aber manchmal. Dafür gebe ich dem Buch nicht die Schuld. Dennoch ist es halt wirklich eine zauberhafte Geschichte, gerade von der Atmosphäre her. Die hat mich so richtig geflasht und die ist halt auch der Grund, warum ich unbedingt weiterlesen will und wissen will, wie das mit Caru weitergehen wird. Und da ich gerade in Stimmung war und das auch schon hier hatte und ja nicht weiter in der Reihe von Donner aus Mock und Bone lesen konnte, weil ja die anderen beiden Bücher, wie gesagt, noch nicht da sind, habe ich mal vor Jahren in einem englischen Büchersale für ein paar Euro, also wirklich nur für eine Handvoll vielleicht, ich glaube, ich habe 3 oder 4 Euro für das Buch bezahlt. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, denn ich fand das damals schon halt so hübsch. Auch wenn ich die andere Reihe halt noch nicht gelesen hatte, wozu es gehört, habe ich ja jetzt. Deswegen konnte ich das Buch jetzt gleich einschieben. Und zwar ist es Night of Cake and Puppets von Lainey Taylor. Und das ist ein Zwischenband der Daughter of Smoke and Bone Reihe. Ich glaube, der ist offiziell als Band 2,5 bezeichnet worden. Aber das, worum es hier geht, passiert im ersten Band. Von daher habe ich es dann gleich an der Stelle eigentlich schon eingeschoben, wo das im Buch passiert ist. Und war eine super Entscheidung. Hat mir richtig gut gefallen. Die Zusatzstory gibt es auch auf Deutsch, aber nur als E-Book, soweit ich weiß. Das ist nie als Buchform erschienen, was ich sehr schade finde. Denn dieses Buch ist einfach richtig schön. So. Ich zeige euch das jetzt in aller Breite, weil ich einfach Spaß dran habe, wie schön dieses Buch ist. Denn unter dem Schutzumschlag sieht das Ganze so aus. Das ist von Lainey Taylors Mann illustriert. Also ich glaube, es ist ihr Mann. Und es ist einfach toll. Es ist so liebevoll gemacht, dass man, dass es eine wahre Wonne ist, diese Geschichte zu lesen. Einfach, weil sie so hübsch gemacht ist auch. Und weil es so gut passt und weil es humorvoll ist und Spaß macht und ja, ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist einfach schön gemacht. Man hat auf fast jeder Seite noch zusätzliche Illustrationen. Das ganze Buch ist irgendwie illustriert und schön gemacht und es geht um etwas, über das ich sonst nicht so gerne lese, nämlich um eine Liebesgeschichte. Sage ich öfter in diesem Video gefühlt, ne? Es ist die Zusatzgeschichte dazu, wie Carus beste Freundin Susanna ihren Freund Mick kennenlernt. Beziehungsweise sie kennen sich schon da, so ein bisschen. Und sie möchte ihn auf ein Date einladen. Und sie hat sich dafür etwas ganz Interessantes ausgedacht. Nämlich eine kleine Schnitzeljagd durch Prag. Durch das nächtliche, winterliche Prag. Es wird aus beiden Perspektiven erzählt. Und es ist eine minutiöse, ordentlich kitschige, emotionale Darstellung dieser Schnitzeljagd. Also wir lesen hier quasi wirklich nur über diesen einen Abend, über ein paar Stunden. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Denn es ist halt wirklich dieses Minutiöse, dieses so ein bisschen dieses Unsichere, dieses Gefühl dabei. Klappt das jetzt? Passiert das jetzt? Kommt er überhaupt? Was passiert da eigentlich? Und sie beobachtet halt auch diese Schnitzeljagd. Es ist so gut gemacht und Susanna ist halt auch sympathisch. Susanna ist halt keine eigentlich richtig romantische Person. Susanna ist halt auch Carus beste Freundin.
die ist von Natur aus ein bisschen morbider angelegt, vom Charakter her. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Da hat das kleine Gothic-Mädchen in mir noch mehr gequietscht. Das fand ich so toll. Das hat war schön. Besonders auch wieder hier die Atmosphäre, der große, große Pluspunkt. Das winterliche, nächtliche Prag, wie es beschrieben wird, dieses leicht düstere, dieses leicht morbide, dieses leicht kitschige, dieses Zusammenspiel davon, dieses dunkelbunte, düstere, das war einfach schön. Diese kleinen, absonderlichen Sachen, die eingebaut wurden. Susanna ist Puppenmacherin, was ja an sich schon recht ungewöhnlich ist, und Mick ist Violinist in einem Orchester. Und auch schon die Berufe der beiden, die spielen halt auch rein und die bringen halt auch nochmal so ein bisschen Atmosphäre mit dazu und nochmal so was Ungewöhnliches. Und halt auch die Aufmachung dieser wunderschönen englischen Ausgabe, die hat halt einfach dazu beigetragen, dass es mir richtig viel Spaß beim Lesen gemacht hat. Das war halt einfach so ein Gesamtkunstwerk, so ein Gesamterlebnis. So was richtig Schönes, Couchkuscheln, schön Tee machen und sich einfach nur reinfallen lassen und sich wohlfühlen und sich denken, ach, ist das schön. So ging es mir dabei. Hat mir noch besser gefallen als der Hauptband in dem Moment. War dann halt so. Also ja, tolle Geschichte. Wer die Reihe mag, dem kann ich das wirklich nur ans Herz legen, sich diese Zusatzstory mal anzuschauen. Am besten halt wirklich in dieser schönen englischen Ausgabe. Dann kommen wir zu dem zweiten Buch, das mir diesen Monat nicht ganz so gut gefallen hat. Das ist das, was ich als Hörbuch gehört habe in der ungekürzten Hörbuchversion. Und zwar das Windsor-Komplott, die Queen ermittelt von S.J. Bennett. Das war mein Cozy Crime des Monats, hatte ich mir zumindest gedacht, denn es ist ein Kriminalroman, in dem die Queen ermittelt. Es wird nach einer Feier im Schloss Windsor, wird ein toter Mann in seinem Zimmer gefunden, der sich augenscheinlich beim Sexspiel erhängt hat. So wird es erstmal gesagt. Sie denken, es ist ein Unfall oder ein Selbstmord. Dann ermitteln aber die Leute der Polizei und des Geheimdienstes irgendwie, dass wahrscheinlich Putin dahinter steckt. Es ist alles etwas verwirrend gewesen. Und ich bin auch, es klang halt so, als könnte es mir gefallen. Es klang so, als würde die Queen halt wirklich sich in die Ermittlungen einschalten, weil sie das nicht glaubt, beziehungsweise weil sie halt eine Begründung dafür haben möchte und sie da etwas ganz anderes sieht. Bekommen habe ich leider was anderes. Das hat mich ein bisschen gestört. Die Queen kommt drin vor. Sie bekommt auch Sprachzeit, sagen wir mal so. Also sie bekommt auch eine eigene Perspektive. Aber die meiste Zeit folgen wir entweder ihrer Privatsekretärin, einer ihrer Sekretärinnen dort, die so ein bisschen damit beauftragt wird, der Queen bei den Ermittlungen zu helfen. Denn die Queen kann ja nicht schlecht auf die Straße gehen und Menschen befragen. Und dann haben wir andererseits aber auch noch die Polizeiermittlungen, die dann noch mit reinspielen. Also wir folgen aber die meiste Zeit halt wirklich dieser Sekretärin der Queen. Es ist eine Idee, die halt nicht neu ist. Die Queen ermittelt gibt es in ganz vielen Romanen und es gibt auch allein in dem Monat sind, glaube ich, noch 2, 3 weitere in der Richtung erschienen. Und ich habe es halt als Hörbuch gehört, habe es dann auch teilweise zum Einschlafen gehört und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich das als Buch durchgestanden hätte und also ob ich das als Buch nicht wirklich sogar abgebrochen hätte. Und das will was bei mir heißen. Ihr wisst, wie ungern ich Bücher abbrechne. Eigentlich nie. Als Hörbuch fiel mir das auch schon echt schwer. Ich hätte es auch teilweise gerne mehr als die 2,0 Geschwindigkeit, die ich gehört habe, gehört, aber dann hätte ich die Sprecherin nicht mehr verstanden, glaube ich. Es war die meiste Zeit wirklich schlicht und ergreifend gut zum Einschlafen. Es war einfach langweilig die meiste Zeit. Also nicht richtig langweilig, sondern langwierig. Ich glaube, das trifft es besser. Es wurde zum Ende hin dann immer schlimmer. Es wurde teilweise so an den Haaren herbeigezogen, zumindest kam mir das so vor. Ich habe da schlicht teilweise einfach nicht durchgeblickt. Und dabei war der Fall nicht mal so komplex oder spannend. Aber das wurde halt einfach irgendwie aus irgendwelchen Richtungen gezerrt, wo ich mir dachte, okay. Kann sein, muss man aber nicht machen, ne? Gerettet hat es mir halt wirklich ein bisschen die Darstellung der Queen. Das war sympathisch, das war süß, das war niedlich, das hat Spaß gemacht. Da wurde auch teilweise ihre Beziehung zu Prinz Philip dargestellt, was jetzt natürlich unter den gegebenen Umständen noch etwas trauriger ist, wenn man darüber nachdenkt. Denn das war wirklich süß gemacht. Das war herzerwärmend, hat mir Spaß gemacht. Und das war halt das, was das Buch für mich gerettet hat, wo ich auch dann gerne zugehört habe.
Auf die Szenen habe ich quasi hingefiebert. Dann, also die Protagonistin selber war auch ganz nett. Also die war cool, die hat auch, ja, die war als Protagonistin echt nicht schlecht, aber der Fall war halt nicht meins. Der war nicht gut gemacht. Und ganz besonders erschüttert fast hat mich dann die epische Länge der Aufklärung. Und die Aufklärung war nicht mal spannend gemacht. Denn die Aufklärung bestand darin, dass die Queen in einem Zimmer saß, zusammen mit Geheimdienstmitarbeitern, und einer der Geheimdienstmitarbeiter ihr mit Hilfe von Brainstorming-Modellen erklärt hat, wie sie jetzt diesen Fall gelöst haben. Das hat alleine im Hörbuch über 1,5 Stunden gedauert. Das ist mir einfach zu lang. Das war einfach nicht meins, besonders da dieser Geheimdienstmitarbeiter auch die Queen wie ein kleines Kind behandelt hat. Wie so eine alte, demente Frau, die nichts auf dem Kasten hat. Das fand ich nicht gut gemacht. Das tut mir echt leid, aber das war gar nicht meins. Ich hatte echt Probleme damit, besonders mit dieser Art und Weise, wie die alle mit ihr umgegangen sind. Ach nee, fand ich schade. Also, ich hatte so gehofft, dass mir dieses Buch gefällt, denn es war etwas, was wie für mich gemacht schien. Ein cozy Crime mit der Queen. War aber leider nicht meins. Kommen wir wieder zu einem Buch, was mir etwas besser gefallen hat, nämlich Keine Zeit zu verlieren von Ursula K. Le Guin. Das ist ein Buch, über das ich irgendwie gestolpert bin. Ich habe keine Ahnung wie, aber der Untertitel hat es mir angetan gehabt, nämlich über Alter, Kunst, Kultur und Katzen. Das ist eine Essaysammlung, nee, auch nicht wirklich wahr, sondern eine Blogpost-Sammlung von Ursula K. Le Guin. Sie hat mit über 80 Jahren einen Blog angefangen, in dem sie über alles Mögliche schreibt, was sie beschäftigt. Also halt auch über ihren Kater in dem Fall. Das erklärt das Katzen in dem Titel. Und hier drin sind ausgewählte Blogbeiträge halt auf Deutsch übersetzt worden und gesammelt in einem Buch herausgebracht worden. Es ist toll geschrieben, es sind Gedanken einfach über alles Mögliche. Es ist klug gemacht, es sind auch Gedanken über den Literaturbetrieb. Und ich habe mir recht viel markiert sogar. Also ich markiere ja immer nur mit Post-its, ich male ja nicht in Bücher rein. Ne? Und da sind wirklich sehr tolle Sätze dabei. Es hat mir Spaß gemacht, es zu lesen. Es dauert natürlich ein bisschen länger bei mir, dadurch, dass das immer so einzelne abgehackte Sachen quasi sind. Durch einen Roman komme ich einfach schneller durch. Gehe nicht mit allem konform, was sie hier drin gesagt hat, und es ist einiges, was ich auch selber für mich diskussionswürdig fand. Das hat aber was mit meinen Einstellungen, mit meinen persönlichen Einstellungen zu tun. Aber das ist ja auch normal, denn es sind halt einfach sehr persönliche Blogposts von ihr, die einfach ihre Gedanken und ihre persönliche Meinung widerspiegeln. Dass man da nicht immer miteinander, ne, konform geht, ist klar. Es hat mich zum Lachen gebracht, sehr zum Nachdenken an vielen, vielen Stellen. Besonders auch die Beschreibung über das Altern, die quasi den ersten Teil des Buches ausmacht. Die waren faszinierend, die waren enorm ehrlich, und das fand ich gerade sehr gut. Das hat mich zum Nachdenken angeregt, aber auf eine gute Art und Weise. Also ich habe wirklich dann teilweise da gesessen, habe einen dieser Blogposts mir durchgelesen und habe mir dann erstmal wirklich ein bisschen Zeit gelassen und habe über das Gelesene dann erstmal selber nachgedacht. Und auch die Beiträge zu ihrem Kater, die sind halt eher auf der unterhaltsameren Seite und sind jetzt nicht so viel zum Nachdenken, aber sie sind halt ein bisschen herzerwärmend. Also das ist gerade für jemanden, der selber eine Katze hat, ist das halt einfach schön zu lesen. Und halt auch ihr Schreibstil, der ist halt einfach toll. Man kann es gut hintereinander weglesen, aber man kann das halt auch sehr gut wirklich in diesen Happen lesen. Also wirklich mal einen Blogpost hier, einen Blogpost da oder halt auch mal einen Abschnitt dann hintereinander weg. Das ist gut zu unterteilen, wie man halt Lust hat. Kann ich empfehlen, nicht ganz uneingeschränkt, für Menschen auch, die sich gerne mal mit den Autoren hinter den Büchern beschäftigen wollen. Ist kein Muss, definitiv nicht, aber mir hat es dennoch sehr viel Freude bereitet. Und ich kann mir vorstellen, dass es dafür auch definitiv noch viel mehr Leser draußen gibt. Und dann kommen wir endlich zum letzten Buch. Ich hatte euch versprochen, das Video wird nicht so lang. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Weil ich mich ja hier schon wieder um Kopf und Kragen rede. Aber wir sind endlich beim letzten Buch angekommen. Und zwar war das unser Fantasy-Monatslesebuch, das ich zusammen mit der lieben Jackie von Jackie's Letter Love gelesen habe und zu dem es ja auch den Hangout gibt. Den werde ich euch verlinken. Das heißt, ich werde mich hier versuchen, jetzt wirklich kurz zu fassen.
Das ist Tinte und Siegel von Kevin Hearn, die Chronik des Siegelmagiers. Ja, man sieht hier diese nicht sehr hübschen Aufdrucke. Das ist ein Leseexemplar, das ich bei uns aus der Buchhandlung mitgenommen habe. Und ist auch schon in einer normalen Ausgabe erschienen, die auch sehr hübsch ist und die nicht diese lustigen roten Punkte da vorne drauf hat. Das Cover ist sehr schön ohne die. Kevin Hearn ist der Autor der Chronik des Eisernen Druiden und noch einige andere Bücher, aber ich glaube, das ist so seine bekannteste Reihe. Und dort geht es ja um den Druiden Atticus. Das hier ist der Auftakt zu einer neuen Reihe, die Chronik des Siegelmagiers. Was ich nicht wusste, was ich aber hier unbedingt erwähnen möchte, falls jemand Interesse an diesen Büchern hat, das ist eine Spin-off-Serie zur Chronik des Eisernen Druiden. Ich kann mir vorstellen, dass man es auch wirklich gut ohne dem lesen kann, wenn man keine große Weltenerklärung braucht. Wenn man dennoch etwas mehr durchsehen möchte und den ganzen Begriffen oder den ganzen Figuren, die hier drin auch teilweise vorkommen, dann würde ich euch dringend ans Herz legen, mindestens einen der Bände der Chronik des Eisernen Druiden, also den ersten Band mindestens, gelesen zu haben, damit ihr mit den Begriffen was anfangen könnt. Ich kann mir vorstellen, dass man noch viel mehr damit anfangen kann, wenn man noch weiter in der Reihe ist. Das war mir jetzt wichtig vorher zu erwähnen. In diesem Buch geht es um den Schotten Erl. Erl ist ein sogenannter Siegelmagier, der mit Zaubertinte bestimmte Symbole auf Pergament schreibt und damit Zauber wirken kann oder auch Flüche wirken kann. Seine Aufgabe ist es eigentlich dafür zu sorgen, dass die Götter der Pantheons oder auch die anderen Wesen der Pantheons, so werden die magischen Welten dort genannt, wenn die auf die Erde kommen, dass die keinen Unsinn anstellen. Das ist eigentlich seine Aufgabe, denn er bindet sie quasi mit diesen Verträgen und den Flüchen und den Bannsprüchen, dass sie halt, wenn sie gegen den Vertrag verstupsen, dass sie dann halt auch wirklich spüren, dass es dafür Konsequenzen gibt, wenn sie sich nicht dran halten. Er mag sein Leben eigentlich ganz gern und er macht das auch schon ein paar Jahre, denn unser Protagonist ist auch nicht mehr der Jüngste hier drin. Ich glaube, er ist über 60. Auch schon recht ungewöhnlich für einen Urban Fantasy Roman, war aber wirklich toll. Hat mir Spaß gemacht, mit Al dort durch die Gegend zu laufen. Er hat aber leider ein Problem neuerdings. Er hat schon immer ein etwas größeres Problem, denn wenn er lange mit einem Menschen redet, hasst dieser Mensch ihn. Deswegen kommuniziert er nur über eine Sprach-App oder einen Sprachcomputer mit den Menschen, die ihm etwas mehr am Herzen liegen und mit denen er mehr als zwei oder drei Worte wechseln muss. Außerdem gibt es aber jetzt noch ein zusätzliches Problem, ein etwas drängenderes sogar noch, denn ihm ist mal wieder einer seiner Schüler verstorben. Und das ist nicht das erste Mal. Und Gordy ist an einem Rosinenscone erstickt. Nicht, dass er daran selber nicht irgendwie Schuld hätte, denn wer isst schon Rosinen? Er ist derselben Meinung wie ich. Ich mag Rosinen auch nicht so sonderlich gern, deswegen fand ich die Szene wirklich einfach klasse. Aber ja, er muss jetzt herausfinden, was mit Gordy passiert ist, besonders nachdem er selber herausfindet, dass Gordy gar nicht der nette Schüler war, den er dachte, den er da ausbildet. Er hat nicht nur in seiner Ausbildung sehr vorgegriffen und sich Symbole und Siegel angeeignet, die er eigentlich noch gar nicht kennen durfte und die auch nur Meister kennen sollten. Er scheint auch noch einen sehr florierenden Feenhandel zu betreiben. Etwas, das man auch nicht darf, denn es ist quasi genauso schlimm wie Menschenhandel. Er sperrt Feenwesen ein und verkauft sie an bestimmte andere Menschen, die etwas Schlimmes mit ihnen vorhaben. Und Al muss herausfinden, was genau und wie Gordy überhaupt dazu gekommen ist, wer diesen Feenhandel betreibt und halt auch noch so ein paar andere Dinge. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es toll zu lesen. Es ist Unterhaltung für mich gewesen. Es hat sich gut weggelesen. Ich mochte den Schreibstil. Er ist leicht distanziert. Er ist recht vulgär an vielen Stellen. Aber zumindest die Bücher, die ich bisher gelesen habe, in denen Schotten eine große Rolle spielen und wir schottische Protagonisten haben, es ist recht typisch gemacht. Und das klingt so nach Vorurteilen, deswegen betone ich das so, dass das in den meisten Büchern, die ich gelesen habe, so ist, dass sie halt sehr raubeinig dargestellt werden, sehr direkt auch und halt kein Blatt vor den Mund nehmen und halt auch sehr eine sehr blumige, blühende Sprache und Fantasie hinsichtlich von Flüchen und vulgären Aussprüchen haben. Es macht halt wirklich mehr Spaß, wenn man die Chroniken des Eisernen Druiden kennt, weil man halt einfach die Anspielungen erkennt, weil man die Figurennamen erkennt irgendwo. Und
ich habe es halt an einem Tag weggelesen. Das war so ein Sonntag, mich auf die Couch gesetzt. Ich setze mich oft auf die Couch und lese, wie man merkt. Und habe das einfach weggelesen. Es las sich einfach so schnell weg. Die Seiten flogen so an mir vorbei. Die Atmosphäre hat mir Spaß gemacht. Der schottische Einschlag war toll. Ein bisschen mehr Erklärung zu den Flüchen hätte ich mir gewünscht, also zu dem vorhandenen Magiesystem. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Das wäre schön gewesen, aber die Charaktere haben sie da recht gut wettgemacht bei mir. Also gerade Al war mir einfach sympathisch. Nadja, seine Assistentin, ist einfach großartig. Ja, ich fand sie toll. Ihre Art und Weise, wie sie einfach tickt und wie sie auch beschrieben wird, ist einfach, war genau mein Fall. Es gibt sehr, sehr viele nerdige Anspielungen in diesem Buch, was mir auch richtig Spaß gemacht hat. Gerade Rollenspieler werden da so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. Und ich werde halt auch einfach definitiv weiterlesen. Für mich ist es halt einfach tolle Unterhaltung gewesen und dadurch ist es klar, dass ich die Reihe weiter verfolgen werde. Wir haben es geschafft. Ich habe euch alle 12 Bücher vorgestellt, die ich gelesen habe. Und glaube ich, die 2 Comic-Romane hatte ich nicht mitgezählt. Die kamen jetzt noch oben drauf. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß bereitet und ihr hattet Freude dabei, mir zuzuhören, wie ich mich hier um Kopf und Kragen mal wieder geredet habe. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben für das Video da lasst oder auch ein Abo für meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr mich gern auf meinem Blog www.tintenkrähe.de besuchen oder in den sozialen Medien. Dort findet ihr mich auch unter Tintenkrähe. Und schaut doch gern mal bei unserer Fantasy-Leserunde vorbei. Diesen Monat lesen wir zusammen Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von TJ Klune. Das Video verlinke ich euch mal hier oben auf dem i und auch unten in der Infobox. Wer Lust hat, kann gern noch immer in die Leserunde einsteigen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.